So, und damit herzlich willkommen zurück, Leute. Ich denke mal, das Auto ist prädestiniert, dass wir hier mal einen Glasreiniger in den Test nehmen. Und zwar hier von Lauren Mill, den Premium Glasreiniger Made in Germany. Und die 500 ml habt ihr auch schon mal in dem kleinen Übersichtsvideo gesehen. Und heute haben die Scheiben mal wirklich eine intensive Glasreinigung verdient, weil ihr habt es ja gesehen, im Ausgangszustand, das Fahrzeug war jetzt nicht in der besten Verfassung. 153.000 Kilometer hat das Auto hier auf der Uhr. Und ja, das hat man am Lack gesehen, das sieht man auch an den Felgen, aber auch die Scheiben, da sind wirklich sehr, sehr viele Flecken drauf, innen wie außen. Vielleicht hat es ja auch mal ein bisschen dran geregnet, weil wir haben auch innen so ein paar Wasserflecken, innen an der Scheibe, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht hat es wirklich mal einen kleinen Schauer abbekommen, als hier das Dach nicht geschlossen war. Deswegen mein Tipp an alle Cabrio-Fahrer, selbst im Sommer, wenn ihr das Fahrzeug abstellt, bitte immer Dach schließen, nicht offen stehen lassen. Ist auch nicht gut für die Sitze, wenn da immer so die Sonne rauf knallt. Einfach immer das Fahrzeug auch im geschlossenen Zustand abstellen. Heute geht es um den Glas. Wir reinigen die Frontscheibe, wir reinigen die Seitenscheiben, wir fangen innen an, damit wir dann im Anschluss das Tuch auch nochmal außen mit nutzen können. Ich hoffe mal, dass die Verschmutzungen im Innenbereich nicht so heftig sind. Und dann gucken wir uns mal den Lauren Mill Glasreiniger genauer an. Los geht's. So, jetzt gucken wir das uns mal hier an. Also die Scheibe zu filmen oder die Verschmutzung ist gar nicht so einfach, aber da gibt es einen Trick. Ihr nehmt einfach eine Lampe und dann seht ihr hier, dass hier richtig, ich hoffe, es ist sichtbar, dass hier richtig viele auch Fingerabdrücke vom Zumachen Tür zu sehen sind. Hier ist ein richtiger Schmierfilm. So Kalkflecken sind hier aus. Kann auch durchaus sein, dass wir mal eine Glaspolitur hier machen müssen im Außenbereich, weil das halt Ewigkeiten eingebrannt ist, auch durch die Hitze. Aber wir gucken mal, was der Glasreiniger schafft. Und wir machen das mal so ein bisschen 50-50, oder? Das ist auch mal was Neues. Deswegen hier einmal vorher Zustand gezeigt. Ich nehme hier das Tuch, was ja auch direkt mit dabei ist. Und kleiner Trick. Ich schlüpfe mit dem kleinen Finger hier in diese Lasche rein und habe damit das Tuch wunderbar vor mir. Und wenn ich hier so reinige, kann mir das einfach nicht aus der Hand fallen. Und das ist eine, ich habe es auch schon im Übersichtsvideo gesagt, das ist eine absolute Kleinigkeit. Aber wenn es halt dabei ist, sollte man es auch mit nutzen. Und ich habe mich auch schon echt schnell an diese Sache gewöhnt. Und bei manchen Tüchern frage ich mich, Mann, warum hat man das eigentlich nicht mit da dran gemacht? Aber okay, so ist es halt einfach. Ihr könnt jetzt, meine Taktik ist immer zwei Sprühe im oberen Bereich und dann nochmal ein Sprüh ins Tuch, damit ich hier unten nicht die Türtafel mit voll sprühe. Das heißt, hier oben einmal lang, so, und hier rein. Und damit man einfach ein bisschen mehr Kraft aufbauen kann, gehe ich dann gern immer so ein bisschen auch von außen ran und sitze dazu nicht im Fahrzeug, weil man da hier einfach auch ein bisschen mehr Kontrolle hat und auch selbst das Deckenlicht besser nutzen kann, um das Ganze hier zu reinigen. Wir machen mal hier, weil die Glasscheibe wirklich massiv ist, ich mache mal hier kein 50-50, weil das ist einfach zu heftig. So, einmal mit der Seite und jetzt nehme ich einfach die graue Seite, um das Ganze streifenfrei auszupolieren. Das sehe ich natürlich noch im Außenbereich, ist noch richtig Schmutz. Also jetzt können wir uns noch kein Ergebnis anschauen. So. Aber das macht auf jeden Fall, das arbeitet auch schön fusselfrei, das finde ich sehr cool. Ich drehe wieder auf die Rückseite, wir haben ja noch mehr Tücher. Also der Geruch ist wirklich super angenehm. So, dann gucken wir uns mal an, wie so eine Glasscheibe aussieht nach 153.000 Kilometern. Sagen wir mal, keiner oder regelmäßige Pflege war eher nicht so hier, denke ich mal. Jedenfalls nicht mit so speziellen Reinigern. Und auch hier, das sieht man sehr schön im Tuch. Also das kann man natürlich rauswaschen. Aber hier ist echt viel Schmutz drauf. Und dann gehen wir mit der grauen Seite wieder drüber. Und dann haben wir hier wirklich, oh, hier muss man echt ein bisschen reiben, weil die Scheiben echt gelitten haben in dieser Zeit. Aber gut, 150.000 Kilometer ist auch keine kleine Strecke. So, wir lassen es noch ein bisschen ablüften. Lüftet auch schön streifenfrei ab. Und jetzt hat man, ui, eine richtig schöne, klare Sicht. Sehr schön. Hier drüben ist noch ein kleines bisschen. So, sehr schick. Gefällt mir gut. So, und jetzt gucken wir einfach mal gemeinsam hier durch. Ja, da haben wir noch, hier sind noch richtige Kratzer auf der Scheibe. Aber ich denke mal, oh ja, die Scheibe hat auf jeden Fall richtig gelitten. Aber wir haben jetzt nur noch die Kratzer und Steinschläge. Aber von den Striemen ist hier nichts mehr drauf. Hier ist auch noch Längskratzer. Also Leute, wir reden hier nicht über eine neue Scheibe, ne? Ganz klar. Aber das sieht gut aus. Wir haben nur noch Steinschläge. Deswegen kontrolliere ich auch so eine Scheibe gerne mal mit Licht. Steinschläge, hier oben ist noch ein kleiner. So. Also nur noch Kratzer und kleine Mikrosteinschläge auf der Scheibe.
Aber Schmierfilm ist keiner mehr. Also sehr, sehr schön. Hat mit dem Tuch und dem Reiniger sehr gut geklappt. Top. So, dadurch, dass die Scheiben wirklich schon arg verschmutzt sind und auch so eine hohe Laufleistung haben, nehme ich erstmal das Tuch. Sind ja, wie gesagt, ich habe ja mehrere zur Verfügung. Gehen wir erstmal schön drüber. Also, was mir wirklich positiv auffällt, der Geruch, Reinigungsleistung, auch bei so einem schmierigen Film. Hier, klappen wir nochmal hoch, dass wir auch unten drunter nochmal langkommen. Dann geht das echt gut. Und jetzt wechseln wir hier auf die Seite zum Auspolieren. Und dann gehen wir einfach nochmal drüber und lassen den Rest ablüften. Also ich gebe euch immer einen Tipp, wenn ihr hier Glasscheiben reinigt und die haben schon ein gewisses Alter und keine richtige Pflege bekommen, dann macht das bitte nicht immer mit einem Tuch, sondern nutzt dann vielleicht auch ein zweites Tuch, einfach weil irgendwann kommen die Tücher auch mal an ihre Grenzen, das ist ganz normal. Das heißt auch jetzt hier in meinem Fall zum Beispiel, wenn die Seitenscheibe so verdreckt ist, mache ich das bei der Frontscheibe jetzt einfach mit einem Tuch noch fertig, was die Reinigung angeht. Und nehme dann einfach noch mal ein ganz frisches Tuch fürs klare Auspolieren, weil sonst hast du hier bei so einem, wirklich, ich nenne es jetzt mal alten Fahrzeug, dann schon ziemliche Nachteile beim Reinigen. Das machen wir nicht. Nehmen wir lieber ein frisches Tuch. So. Das können wir dann gerne noch mal für innen mit zum Reinigen nutzen. Und dann nehme ich mir noch mal ein frisches Tuch ran. Fahrerseite ist schon schön abgelüftet. Dann gehe jetzt hier drauf. Also hier merkt man richtig. Also die Scheibe hat auch mal eine Politur verdient, einfach eine reinigende Politur. Selbst per Hand wäre das hier schon ein massiver Unterschied. Also sowas sollte man wirklich einfach nochmal mitmachen. Aber sehr schön klar. Ich sehe es jetzt wunderbar durch die Deckenlampen. Das ist eine sehr schöne Ablüftzeit. Nicht zu kurz. Verdampft nicht so schnell wie Isopropanol zum Beispiel. Aber geht sehr, sehr fix trotzdem. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal rein. So, und hier drin sieht es auch nicht viel besser aus. Ein bisschen was ins Tuch sprühen. Und dann hier schön mit dem Tuch rangehen. Da muss man sich auch mal ein bisschen langarm machen, das geht. Oder am besten noch Mütze absetzen, ist einfacher. Und dann schön hier bis zur letzten Kante rangehen. Und hier wechsle ich immer ganz gern nochmal auf die linke Hand, weil ich da noch ein bisschen mehr Reichweite jetzt habe in dem Moment. Und ihr wisst ja, Scheibe im Innenraum sauber machen ist immer Akrobatik. Was hier für ein schmieriger Film runtergeht. Vielleicht wurde auch mal im Fahrzeug geraucht, das sieht nämlich gewaltig danach aus hier. Aber das gibt wieder ein schönes, klares Bild für 150.000 Kilometer, 153, ist das hier ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. So, und dasselbe auf der Beifahrerseite und dann gucken wir uns das mal im Licht an, weil da sehen wir natürlich dann am Ende die Wahrheit. So. Sehr schön. Andere Seite genauso. Hier sind auch so richtige Lauf- und Wasserspuren drin. Ja, also hier muss man ein bisschen Zeit investieren, ganz klar. So. Gut. Sieht gut aus. Nehmen wir mal das Licht zum Kontrollieren. So, hier sehen wir das mal. Also, na klar, Scheibe hat natürlich Kratzer ohne Ende, aber auf jeden Fall deutlich klarer jetzt hier wieder. Muss mal echt poliert werden. Können wir im Anschluss irgendwann auch nochmal machen, wenn ich das Auto wieder rankriege. Aber Scheibe ist auf jeden Fall schön klar geworden. Sieht man auch gut nochmal. Jetzt hier so aus dem Look keine Striemen. Und damit ihr jetzt mal einen Unterschied seht, gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Damit ihr mal so einen Vorherzustand seht. Und das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Also hier, so sah es auf dem ganzen Auto aus. Überall diese Schlieren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt wirklich ein deutlich besseres Bild. Also das ist ein schöner Unterschied und die Seite mache ich jetzt auch noch fertig. Also das geht sehr schön, aber es braucht halt einfach seine Zeit. Ja, zwei Sachen gleich erledigt. Einmal hier die Frontscheibe und die beiden Seitenscheiben gereinigt. Heck mache ich jetzt auch gleich noch im Anschluss mit fertig. Und gleichzeitig auch noch den Glasreiniger mit getestet. Was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht so gut? Eigentlich insgesamt ein schönes Gesamtpaket. Ich bin echt erstaunt, dass diese Tücher auch, weil man ist ja normalerweise so Waffel- und Carbon-Tücher gewöhnt, dass man mit den Tüchern das auch positiv hinbekommt. Und das habe ich jetzt mit zwei Tüchern gemacht. Ihr seht auch hier, das zweite liegt dann auf dem Tisch, das ist hier
das Nummer 2. Und hier brauchte man auf jeden Fall bei der Laufleistung, bei den sehr wirklich ungepflegten Scheiben, brauchte man wirklich mehrere Tücher, weil du einfach es nicht mehr schaffst, irgendwann das noch auf ein schlierenfreies Ergebnis hinzubekommen, weil einfach das Tuch dann durchtränkt ist mit Reiniger. Das ist aber normal. Deswegen ist es immer cool, dass halt Tücher mit am Start sind. Ich empfehle hier bei so einer Laufleistung, bei solchen verschmutzten Scheiben, ein Tuch zu nutzen für die grobe Reinigung und das zweite Tuch praktisch dann wirklich nicht nur die Seite wechseln im Tuch, sondern wirklich ein zweites Tuch nehmen, um schön die Scheiben klar zu machen. Manchmal hilft es auch dann nochmal, das Ganze nach einer Weile nochmal zu machen, am nächsten Tag einfach, damit wirklich der Schmutz sich dann über längere Zeit noch ein bisschen lösen kann. Kommt immer darauf an, wie stark verschmutzt das ist. Sprühbild gefällt mir sehr schön. Manchmal sprüht man direkt auf die Scheibe, manchmal sprüht er auch direkt ins Tuch, aber selbst auf der Scheibe geht das klar, aber passt halt auf, dass er nicht auf die Armaturen sprüht und so weiter, aber das sollte eigentlich jedem klar sein. Vom Handling her geht das auch absolut in Ordnung, 500 ml sind drin und ich glaube auch, das ist für unterwegs ganz gut geeignet, wenn man das mal mit in den Urlaub nimmt oder so, von der Kompaktheit her, von den Flaschen ist es auch eine schöne Sache, also da könnt ihr euch so ein kleines Set zum Beispiel ins Auto hinten in den Kofferraum legen, feinen Glasreiniger, im Urlaub Insekten und so weiter, ist es vielleicht ein guter Begleiter. Reinigungsleistung hat gepasst. Hier war ein richtig schmieriger Film drauf. Das haben wir an der Seitenbereich, haben wir da am Seitenbereich schön gesehen, dass das so wie so Wasserflecken und Schleiert war. Und das hat gut geklappt. Kratzer kriegt der Reiniger leider nicht raus. Das ist natürlich klar. Aber natürlich von der Sauberkeit her. Und es ist auf jeden Fall auch ein Raucherfahrzeug. Da haben wir schön gesehen, dass innen dieser Film wirklich sehr schön weggegangen ist. Also top, funktioniert gut. Gleich als kompaktes Set kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man hier so ein kleines Set sich nach Hause holen will. Bis zum nächsten Mal, Leute, euer Sebastian und gern bei Fragen melden und wir sehen uns bei den nächsten Tests mit neuen Produkten. Ciao.